Ich habe über 100 Stunden in Minecraft Hardcore überlebt. Leider bin ich am Ende gestorben und wie das Ganze passiert ist, seht ihr hier in diesem Video. Aber davor erstmal ein komplettes Best-of, was wir alles in diesen 100 Stunden in Minecraft Hardcore gemacht haben. Also Leute, lehnt euch zurück, schnappt euch eine Paulberger Limo, lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Und let's go. Was? Oha, wir sind im Dschungel gelandet. Oh mein Gott, Freunde, ein neues Projekt startet. Let's go. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen auf jeden Fall schlau machen. Wir müssen es schlau machen, Freunde, weil ihr kennt mich. Ihr wisst, ich baue immer ganz gerne schöne Sachen in Minecraft, aber jetzt müssen wir praktisch denken, weil wir spielen Hardcore, Leute. Wir müssen hier praktisch denken. Wir sind im Dschungel gelandet. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Wahrscheinlich eher schlecht, weil hier ist kein Dorf in der Nähe. Aber hier ist ein Tempel. Hier ist direkt ein fetter Tempel, Leute. Das ist schon mal ein Vorteil. Wow. Das ist gut. Und da unten sind Tiere. Das ist auch sehr gut. Also mein Ziel fürs Erste ist jetzt auf jeden Fall mal eigentlich ein paar Schafe zu finden. Warum Schafe, Leute? Damit wir uns ein Bett machen können und die erste Nacht überspringen können. Das wäre auch ziemlich, ziemlich wichtig. Falls ihr euch fragt, Leute, warum da unten noch dieses Mikrofonsymbol und so weiter ist oder warum da im Menü irgendwas mit Modifikation stand, das ist einfach nur, weil ich benutze hier das CurseForge-Profil von der YouTuber-Insel. Also ich habe hier keine Mods oder Cheats oder sonst was. Wir spielen hier ganz normal Minecraft. Ich benutze nur das YouTuber-Insel-Profil einfach aus dem Grund, Leute, weil ich hier natürlich schon meinen Optifine und Shader und alles mögliche drin habe, ja? Also deswegen, nicht denken, dass ich hier irgendwas cheaten würde. Ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Minecraft-YouTuber, die irgendwas, also gerade diese Hardcore-YouTuber gibt es ja viele, die da irgendwie rumcheaten, Leute, aber ihr werdet sehen, hier bei mir wird alles legit sein. So, zack, wir machen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Steinwerkzeug, weil ich habe gar keinen Bock, Leute, hier irgendwie... Nein, aus dem Material können wir das gar nicht machen. Oh Gott, ich habe gar keinen Bock hier irgendwie mit Holzsachen rumzuhacken. Vielleicht müssen wir uns jetzt hier irgendwo erst in den Boden reinbuddeln oder was? Okay, wir müssen uns erstmal ein bisschen Stein holen. Also das ist für mich jetzt hier Schritt Nummer 1. Ich habe hier keinen Bock irgendwie mit Holzsachen rumzueiern. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal Steinwerkzeug. Oh, warte mal, habe ich hier überhaupt volle Helligkeit an? Also das einzige Hilfsmittel, was ich mir eventuell installieren würde hier, ist vielleicht so eine Mod, wo man so auf eine Taste drückt, womit es heller wird. Ich weiß, da gibt es nämlich so eine Mods, Leute. Aber das dürft ihr in den Kommentaren entscheiden. Das würde ich aber einfach nur machen, damit es für euch weniger dunkel ist, wenn wir irgendwie in Höhlen oder so reingehen. Aber ansonsten will ich hier natürlich Minecraft Hardcore ohne irgendwelche Hilfsmittel und keine Ahnung was durchspielen. Mann, ey, geh mal weg hier. Ich brauche mehr Stein, Leute. Wir brauchen mehr Stein für unsere ganzen Werkzeuge hier zu machen. Und zack, also ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich erstmal in diesen Dschungeltempel rein. Vielleicht könnten wir da irgendwie direkt noch ein paar nützliche Sachen finden. Und ich weiß natürlich auch, ja, ich weiß natürlich auch, dass es viele gibt, die da so cheaten bei Minecraft Hardcore. Aber es gibt hier was, und zwar das nennt sich Statistiken. Also hier kann man alles sehen. Wir werden das Ganze 100% real machen. Also das wird hier ein komplett reales Hardcore-Projekt. Hier sieht man alles, wie viele Blöcke ich abgebaut habe, wie viel Spielzeit ich habe und. Also das heißt, wenn ich jetzt auf einmal 100 Diamanten hätte, dann müsste ich da auch 100 Diamanten abgebaut haben. Also das wird man dann sehen, Leute, ja? Deswegen, also wir machen das Ganze hier wirklich 100%ig real. Da könnt ihr mir vertrauen. So und zack, Leute. Bam! Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Steinwerkzeug. Zur Stärkung jetzt erstmal eine... Oh mein Gott, erstmal eine schöne Paulberger Limo aufmachen. Ah, let's go. Und damit können wir es jetzt auf jeden Fall schaffen, die Minecraft-Hardcore-Welt zu überleben, Leute. Jetzt sind wir ja gestärkt. Wir waren doch gerade eben auch noch irgendwo Tiere gewesen, oder? Wir brauchen noch Essen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wir brauchen Essen. Gehen jetzt mal in den Dschungeltempel hier rein. Und wir müssen hier richtig mit den ganzen Fallen aufpassen. Okay, wir fangen hier oben an. Ich glaube, hier soll der Eingang sein, oder? Ich glaube, hier sollte der Eingang sein. Okay, Dschungeltempel. Wir müssen auf die Fallen aufpassen. Okay, alles ist gut. Alles ist gut, Leute. Irgendwo sind doch hier normalerweise immer so Fallen. Ah. Oh, aua, aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das löst ja sogar aus, wenn wir das abbauen. Okay. Oh mein Gott, was? Schmiedevorlagen. Okay, das ist cool für später. Ein paar Knochen, ja, okay, für Bone Meal, nicht schlecht. Aber an sich war es jetzt eher weniger ein krasser Schatz. Oh, guck mal, hier ist auch nochmal. Zack. Ausgewichen. Bam, Leute. Zack, hier nehmen wir nehmen alles mit. Wir nehmen sogar die Pfeile mit. Ich nehme hier sogar das Redstone mit. Leute, wir können hier wirklich alles fürs Erste gebrauchen. Und irgendwo dahinter befinden sich ja auch immer nochmal so Sticky Pistons, oder? Ist das nicht so, dass sich hier irgendwo so Sticky Pistons noch dahinter befinden? Guck mal, hier aus Fäden. Eigentlich müssen wir die Fäden auch mitnehmen, weil mit den Fäden könnte man sich auch Wolle machen. Aus den Fäden kann man sich nämlich auch Wolle machen. So, zack, zack, zack. Wir nehmen hier mal alles mit. Also irgendwie bis jetzt war der Dschungeltempel leider eher weniger krass gewesen. Oder war das hier? Ah, Leute, ich wusste, hier gibt es noch irgendwas Geheimes. Leute, was ist denn das für eine Truhe? Ein bisschen Bambus, Alter. Was soll ich denn mit Bambus, Junge?
Also ich nehme es jetzt einfach mal mit, weil wir alles mitnehmen. Aber hä? Wie schlecht sind denn diese Dschungeltempel, Leute? Die sind ja absolut Müll geworden. So, okay. Zack, aber die Sticky Pistons sind cool. Die nehmen wir mit. Damit können wir uns irgendwie so einen geheimen Eingang mal machen. Gut, Leute. Okay, es geht weiter. Also bis jetzt eher weniger erfolgreich, um ehrlich zu sein, der Start. Wir haben noch nichts zu essen. Wir sind irgendwo im Dschungel. Der Dschungeltempel hat sich meiner Meinung nach auch nicht so wirklich gelohnt. Wir sollten schauen, dass wir vielleicht irgendwo ein Dorf finden. Generell erstmal Tiere. Es werden Tiere brauchen wir, Leute. Wir dürfen... Oh, Wassermelone. Oh mein Gott, Wassermelone. Sehr, sehr wichtig. Taktisch sehr, sehr wichtig hier Wassermelone, Freunde. Wir können uns nämlich direkt Melonen anpflanzen. Direkt mal schön Melonen anpflanzen. Oh mein Gott, Schafe. Bett, Leute. Wolle. Bett, sehr, sehr wichtig, um die Nacht zu skippen. Okay, direkt hier einige Schafe. Perfekt, Leute. Perfekt. Ich bin eigentlich jetzt schon zufrieden. Das ist alles, was ich wollte. Ich wollte irgendwie die Nacht überspringen, weil ich glaube, komplett ohne Schutz in so einer Hardcore-Welt die Nacht, ich glaube, das würde ich nicht überleben, Leute. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir hier im Dschungel bleiben und uns irgendwie eine Dschungelbase bauen? Ich glaube eher weniger. Ihr dürft natürlich wie immer auch in den Kommentaren alles mitentscheiden, wo wir hingehen sollen, wie sich das Ganze entwickeln sollen, was wir bauen sollen. Ich werde jetzt hier einfach mal alle Tiere erledigen, die wir sehen. Alle Tiere erledigen. Ich würde gerne in der Nähe von einem Dorf bauen. Ich würde sehr gerne in der Nähe von einem Dorf bauen, einfach aus dem Grund, weil da hätten wir gefühlt unlimited Essen. Wir hätten sehr viele Villager. Wir brauchen ja eh vielleicht für später so eine Villager-Farm. War da gerade ein Lavasee? Ein Lavasee, okay. Auch sehr interessant, okay. Und zack. Also Essen haben wir jetzt schon mal ganz gut. Gerade mit den Melonen. Bam. Wichtig, Leute. Wichtig. Ich werde natürlich nicht alle Melonen essen. Auch ein paar aufheben, um die wieder anzupflanzen. Das bringt halt nur eine Hungerkeule, ne? Man braucht immer volles Leben, damit man Leben generiert hier im Hardcore. Lass uns mal gucken, dass wir hier aus diesem Dschungel rauskommen. Ein bisschen Holz können wir auch noch vertragen. Keine Ahnung, wo es lang geht. Ich kenne die Welt hier nicht. Ihr habt es gesehen, wir haben den Seed hier random generiert. Boah. Okay. Eine Höhle. Könnte das hier schon unsere erste Höhle sein? Wir werden natürlich auch in Höhlen relativ schnell reingehen, weil wir natürlich Eisen und sowas auch brauchen. Aber ich würde erstmal gucken, dass wir uns irgendwo so eine Base finden. Erstmal irgendwo eine Base machen. Vielleicht ein Dorf finden. Ich glaube, das wäre das Wichtigste für den Anfang. Erstmal ein Dorf finden. Wow. Oh, ich dachte schon, das wäre eine Riesenhöhle. Ja. Da sind nochmal ein paar Schafe. Brauchen wir aber fürs Erste nicht mehr. Oh, ein schöner Strand hier. Wir gehen weiter. Ich bin noch nicht so zufrieden. Oder wir machen uns mal ein Boot und fahren mal mit einem Boot hier durch die Gegend. Ich glaube, das wäre schlauer. Mit einem Boot hier durch die Gegend zu fahren, weil dann verbrauchen wir weniger Essen dabei. Meistens findet man so eine Dörfer ja irgendwie auf so einer großen ebenen Fläche, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an sich erstmal gucken, dass da ein anderes Biom als Dschungelbiom kommt. Boah, was denn da drüben, Leute? Das sieht ja aus wie irgendeine krasse Insel hier, oder? Das sind Schildkröten. Moin. Okay, da hört jetzt hier zumindest schon mal der Dschungel auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, ein Wüstengebiet. Nee, ich glaube, das ist nur ein bisschen Sand. Was ist das hier schon wieder für ein random Seed, den wir hier generiert haben? Oh, oh, es wird Nacht. Okay, Leute, das ist die erste Nacht, bricht an. Wir wissen, was zu tun ist. Ich will hier auf jeden Fall hier keine Monster spawnen. Das ist echt so ein komisches Biom hier, Junge. Was soll ich denn damit? Ich glaube, ich fahre in die ganz andere Richtung. Bevor ich jetzt hier durch den ganzen Dschungel laufe, wir fahren in die andere Richtung. Wir machen uns ein Boot, fahren auf dem Wasser entlang, gucken mal, dass wir erstmal was Schönes finden, um uns da niederzulassen. So, hier war mein Boot gewesen. Das schnappen wir uns natürlich direkt hier wieder. Habe auch schon ordentlich Zuckerrohr mitgenommen. Das brauchen wir ja auch für später. Und jetzt würde ich sagen, ich paddel jetzt hier einfach mal irgendwie in die Richtung und hoffe, dass da was Krasses kommt, Leute. Land in Sicht, Leute. Ja, komm, so, hier, fertig, Leute. Genug rumgepaddelt. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott, da ist wirklich ein Dorf. Oh mein Gott, wichtig. Richtig und wichtig. Ist jetzt zwar nicht unbedingt mein Lieblingsbiom hier, diese Savanne. Finde ich jetzt nicht so super cool, aber egal. Hauptsache ein Dorf, Freunde. Wir wollen heute mal unsere Base richtig aufbauen. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob ich das hier in der Nähe machen will. Also Vorteil ist halt, hier ist halt unser Villager-Dorf. Nachteil ist aber, ich feiere dieses Biom hier irgendwie gar nicht, dieses Savannenbiom. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo anders hinlaufen, um uns da eine Base zu bauen. Oh, sind hier viele Tiere. Let's go. Hühner. Gut, Schweine, finde ich, brauchen wir nicht unbedingt, weil durch Rinder kriegen wir sowieso genug leicht zum Essen. Okay, ich glaube, das reicht sogar fürs Erste, um ein paar Gehege zu machen. Alle hier rein, Jungs. Rein mit euch. So, und dann könnt ihr euch nämlich direkt hier einmal noch, vermehren. Zack, und dann machen wir das Ding zu. Ja, an sich haben wir ja alles in unserem Keller, was wir brauchen, aber es gehört natürlich auch in Minecraft dazu, ein Haus zu haben. Und hier ein bisschen Weg muss man, ey Leute, guck mal, das geht doch hier nicht. Wir haben hier nicht mal einen Weg hier oben gebaut. Ah, kommen wir gleich dazu. Wenn wir unser Haus haben. Wachsen da schon wieder die ersten Bäume? Also Bäume, muss man sagen, echt, die wachsen immer sehr, sehr schnell. So, die Farm hier wird auch langsam. Und unser Zuckerrohr. Unser Zuckerrohr wächst ja auch mal langsam hier. Sehr gut. Wird ja auch mal Zeit, weil dafür brauchen wir auf jeden Fall früher oder später auch noch ordentlich. So, zack. Wir können natürlich auch mal dann
irgendwann so eine automatisierte Zuckerrohrfarm bauen, wo wir das auch auf der YouTuber-Insel hatten. Ich habe auch übrigens noch eine schlechte Nachricht. Und zwar, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich vorhabe, einen Chunkloader zu bauen, damit das hier in der Nähe auch immer weiter wächst, auch wenn wir nicht hier in der Nähe in dem Chunk sind. Aber Freunde, jetzt ist nämlich der Haken. Ich habe das Ganze getestet, extra im Creative mal, ob das Ganze hier in der Version noch funktioniert. Und es hat leider nicht mehr funktioniert. So, dann muss man nämlich hier die Redstone-Fackel dran machen. Dann müssen wir hier einen Block draufsetzen. So war das. Ah, nee, warte. Oh mein Gott, ich baue das falsch, weil hier in die Richtung geht ja dann das Portal. Ich will ja aber, dass das Portal hier in die Richtung guckt. Oh, ich muss das hier nochmal abreißen. Das heißt, wir bauen das jetzt quasi in die andere Richtung. Deswegen, Freunde, habe ich hier noch nicht angefangen, den Raum zu renovieren. Ja, so ist aber gut. So wird das gut werden. So, weil wir wollen das natürlich als Nether-Portal benutzen und als Chunkloader. So. Okay, gut. Weil es eigentlich schon fast schlauer wäre, das in die andere Richtung zu machen, oder? Ach, egal, Leute. Wir machen das jetzt so. Ich baue das jetzt mal hier so. Zack, okay. Dann hier das Ding drüber. Dann, Leute, nächster. Jetzt darf ich hier nichts falsch machen, wie das in dem Tutorial war. Ach, ein Hebel. Oh mein Gott, ich habe vergessen, noch einen Hebel mitzumachen. So, genau, weil hier muss nämlich noch ein Hebel jetzt dran gesetzt werden, damit man das Ganze aktivieren und deaktivieren kann. So, dann wird hier sowas draufgesetzt. Genau, Leute. Also ich mache das jetzt hier genau wie in dem Tutorial. Also ihr könnt das jetzt hier auch mal nachbauen, falls ihr das auch für eure Singleplayer-Welt braucht. Ich mache das hier genau wie im Tutorial 1.20 Chunkloader. Ihr könnt das hier natürlich auch nachbauen, falls ihr das für eure Singleplayer-Welt braucht. So, das ist schon mal richtig. Jetzt brauchen wir hier ein Nether-Portal, Leute. So, das bauen wir jetzt hier mal so drüber. Ich habe jetzt hier gar nicht so viel Obsidian, deswegen, man kann ja hier die Eckpunkte auch so, muss man ja nicht so machen. Okay, das wird auf jeden Fall hier ein bisschen in die Decke reingehen. Okay, boah, jetzt warte mal, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie war das denn jetzt hier nochmal? Ach, genau, was sehr wichtig ist, was ich gerade vergessen habe zu machen, ist nämlich hier oben muss noch eine Slab drauf, ja, also so muss das jetzt aussehen. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Schritt. Das müsst ihr auch genauso in der Reihenfolge machen. Und zwar jetzt platzieren wir nämlich hier einmal die Trichterlore. Zack. Und das muss jetzt hier so halb in den Block reinrutschen. Wenn man das nicht hat, funktioniert es nicht, weil das muss später das Minecart wieder aufsammeln, ja? Also ganz wichtig. So, jetzt starten wir hier das Nether-Portal und gehen einmal ins Nether rein, um hier einmal die Welt zu laden, Leute. Oh mein Gott, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir ins Nether gehen hier in unserer Hardcore-Welt. Okay, das ist jetzt natürlich schon mal ein sehr, sehr, sehr bescheidener Spawn-Punkt, Freunde. Perfekt. Weil eigentlich brauchen wir nämlich hier Netherrack direkt dahinter, um das anzuzünden. Haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber alles halb so wild. Was ist das hier auch wieder für ein schlechter Punkt, um ins Nether zu gehen, Leute? Wieder richtig optimal hier. Aber wir müssen irgendwie ein bisschen an Netherrack hier rankommen. Und wir spielen hier Hardcore, also ich darf auch nicht sterben jetzt, Leute. Warum wir Netherrack brauchen, seht ihr nämlich gleich. Weil, Leute, hier muss auf jeden Fall Netherrack sein, damit das Minecart nämlich immer wieder zerstört wird. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück, Freunde, bevor wir das hier anzünden. Erstmal wieder zurückgehen, denn jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir ein normales Minecart hierhin platzieren, sodass dieses Loren-Minecart hier richtig in diesen Block reingeschoben wird, ja? Sehr, sehr wichtig. So, und ihr seht auch schon, das normale Minecart ist jetzt hier nämlich ins Nether-Portal durchgegangen und ist jetzt quasi in die Hölle rein teleportiert worden. Jetzt gehen wir wieder ins Nether rein, Freunde. Jetzt müsste da das andere Minecart angekommen sein und es ist da, Freunde. Perfekt, Leute. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir am schnellsten eine Villager-Farm bekommen. Dafür gehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen Weizen abernten. So, während ich euch meinen guten Plan erzähle, Leute. Jedenfalls, ich dachte mir, ich gucke mich mal so ein bisschen um hier in der Gegend. Und dann habe ich gemerkt, dass wir nämlich hier ganz in der Nähe noch ein weiteres Villager-Dorf haben. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen, Leute. Und aus diesem Villager-Dorf werden wir uns heute ein, zwei Villager holen, die wir dann miteinander vermehren werden. Und daraus werden wir dann unsere Villager-Farm bauen, Freunde. Das ist das Ziel für die heutige Episode. Und deswegen habe ich nämlich jetzt hier auch schon ein bisschen Weizen geholt. Denn Weizen brauchen wir ja, um Brot zu machen. Und mit Brot können wir nämlich die Villager miteinander vermehren. Ja, ihr wisst doch, wie der Hase hier läuft. So, und zack, Leute. Jetzt machen wir uns erstmal hier schön viel Brot, damit wir die gleich miteinander vermehren können. So. Zack. Ey, mein Inventar wird auch langsam echt immer voller hier. Das kann ich mal wegpacken und das kann ich mal wegpacken. Und ey, also wir müssen hier, glaube ich, echt mal langsam unser Inventar ein bisschen ausdünnen. Unser Hausbau. Bei unserem Hausbau müssen wir vielleicht auch mal noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht schaffen wir das auch heute noch in der heutigen Episode, denn ich habe natürlich auch schon wieder ein bisschen Stein schon mal in unseren Öfen brennen lassen, damit wir nämlich wieder schön hier diesen Steinziegel haben. Und so, ich würde sagen, wir werden jetzt hier noch einmal ganz kurz unser Inventar leer machen. Übrigens, letzte Folge kam richtig gut an bei euch mit dem Chunkloader. Guck mal hier, alles voll. Alles hier voll mit glattem Stein, Freunde. Damit können wir heute richtig schön unser Haus später auch weiterbauen. So, zack. Also ihr schreibt mir wirklich immer sehr, sehr viele gute Kommentare. Wo habe ich Knochen? Wo mache ich nochmal Knochen ein? Knochen, wo war das? Hier war Knochen. So, perfekt. Das können wir da auch mal drin sammeln. Dann packen wir hier das Eisen rein. Flintstone. Wo mache ich Feuerstein rein? Feuerstein könnten wir eigentlich auch hier unten reinpacken. Die Setzlinge packen wir noch hier ein bisschen rein. Sand können wir hier reinpacken, weil wir brauchen früher oder später natürlich auch noch Glas für unsere Villa. Das können wir auch hier reinpacken. Ein bisschen Holz haben wir auch noch auf Lager. Sehr, sehr gut, Leute.
Leute, das läuft doch hier. Das läuft doch hier alles. So, und Äpfel haben wir sogar auch schon fast ein halbes Stack auf Lager. Also läuft doch hier alles wie am Schnürchen. So, ich mache uns jetzt hier mal noch eine Pickaxe, damit wir nicht mit unserer Diamant-Glücksspitzhacke hier ein bisschen Cobblestone abernten müssen. Und ansonsten alles weitere, ja, wobei unsere Axt macht es auch nicht mehr so lange. Können wir uns auch mal direkt eine neue machen. Alles weitere haben wir eigentlich im Inventar. Was wir für die heutige Episode so brauchen. Denn, Leute, wir brauchen auf jeden Fall Betten. Wir brauchen Betten, um die Villager miteinander vermehren zu können. Dafür habe ich ja zum Glück auch schon früh genug mich um unsere Schafsfarm gekümmert. Machen wir uns mal direkt noch eine Schere. Zack, zack, zack. Habe ich bis jetzt auch noch nicht. Das heißt, wir gehen uns jetzt ein bisschen Schafswolle holen, machen daraus die Betten, werden die Betten dann in die Villager-Base reinbauen. Ich denke, viele von euch sind ja schon so ein paar Minecraft-Profis, die sich schon mal eine eigene Villager-Farm gebaut haben, Leute. Für mich ist es persönlich jetzt heute das erste Mal. Ich habe mich natürlich im Vorfeld richtig gut erkundigt, Leute, wie das Ganze gebaut wird. Ich weiß natürlich prinzipiell, wie eine Villager-Farm funktioniert, weil auf der YouTuber-Insel hat ja zum Beispiel Amir, Stani, Flauschi, alle haben schon Villager-Farmen gebaut. Ich war immer nur der, der die Farm mitbenutzt hat, habe aber nie selbst eine gebaut. Deswegen habe ich mir da heute so ein paar Videos dazu angeschaut, damit ich natürlich genau weiß, wie das alles funktioniert. Okay, wir haben genug, so viel brauchen wir gar nicht. Oh, jetzt wird hier schon wieder Nacht. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen sogar noch einmal ganz kurz schlafen, damit uns jetzt hier gleich nicht die Nacht in die Quere kommt. Wenn wir nämlich jetzt hier die Villager rüber transportieren wollen und jetzt regnet es hier auch noch. Eieieiei, Leute, jetzt geht's ja hier, jetzt ja hier alles auf einmal. Aber soll mir recht sein, Leute, weil wenn wir jetzt aufwachen, ist dann auch der Regen vorbei und die Nacht ist vorbei. Boah. Aber also heute auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Episode, denn eine Villager-Farm braucht man einfach früher oder später, damit wir natürlich überall schön die besten Verzauberungen auf unsere Rüstung machen können. Und falls ihr euch wundert, Leute, irgendwie ich glänze noch so ein bisschen im Gesicht, weil, passt auf, Leute, ich hatte nämlich gerade eine Kosmetikbehandlung mir gegönnt, ja? So, da hat mir nämlich meine Freundin gebucht gehabt und ich habe mir das mal gegönnt und irgendwie deswegen sieht mein Gesicht so, habe ich so 1000 Cremes im Gesicht. Also ich schwitze nicht oder so, ich war gerade bei der Kosmetikbehandlung. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das hier für ein Erdloch ist, wo ich drin bin, Leute, das hier wird unser, ich sag mal, unser kleines Villager-Verlies werden. Die armen Villager, die werden nämlich hier eingesperrt. Hier werde ich nämlich gleich reinbringen. Dann stellen wir hier so ein paar Betten auf und hier können die sich dann nämlich vermehren. Ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt irgendwie hier so ein bisschen unkorrekt, die irgendwie hier in so einem Erdloch einzusperren, damit die sich hier vermehren. Aber Leute, ihr wisst, wie das in Minecraft ist. In Minecraft muss man das so machen. So, dann stellen wir direkt nämlich mal hier so, keine Ahnung, ich glaube, drei Betten tun es eigentlich fürs Erste. So, guck mal, hier direkt so mit so ein bisschen Abstand sogar. Da haben die nochmal ihre eigene Privat Sphäre hier und sowas. Und dann bauen wir uns hier einmal wieder raus. Okay, also hier werden wir die Villager gleich reinbringen in dieses Loch und hier sollen die sich vermehren. Und dann haben wir nämlich unter unserem Haus, unter unserer Base, haben wir dann später nämlich unsere eigene Villager-Farm hier in unserem Keller drin. Das ist mein Plan. Dann mache ich uns jetzt mal noch zwei Boote, denn wir müssen jetzt mit den Booten die Villager rüberbringen. So, perfekt. Ich habe jetzt einfach mal zwei Stück gemacht. Ich glaube, das sollte doch ausreichen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und Leute, ich habe mich natürlich heute auf die Episode schon vorbereitet, damit das hier gleich schneller geht. Und deswegen habe ich uns hier nämlich schon so einen kleinen Highway gebaut, sage ich jetzt mal. Ich habe hier so eine kleine Verbindung gebaut, denn ich habe mich nach der letzten Folge hier ein bisschen, wie gesagt, umgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass dort hinten im Wüstengebiet, da habe ich nämlich da oben was gesehen. Und zwar, Leute, da waren hier diese Weizenblöcke. Und ihr wisst, was das bedeutet. Weizenblöcke bedeutet nämlich ein Villager-Dorf ist hier in der Nähe. Dann habe ich mich da mal nämlich ein bisschen weiter umgeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass wir da tatsächlich in dem Wüstengebiet direkt hinter unserer Base haben wir ein Dorf. Also richtig krass. Ja, das heißt, dieses Dorf in der Savanne, wo wir am Anfang waren, ist gar nicht mal so das nächste Dorf, sondern wir haben einfach sogar hier noch eins in der Wüste drin. Und weil ich mich natürlich noch besser vorbereitet habe, habe ich hier auch direkt schon so ein paar Villager eingesperrt. Ja, die ich hier so rumlaufen gesehen habe, habe ich hier so eingebaut und so, damit wir die direkt mal schön rüberbringen können, ja. Und deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz hier hin. Warte mal, zack. Weil hier ist nämlich der erste eingesperrt. Und hier habe ich dann nämlich direkt noch den nächsten eingesperrt. So, der müsste jetzt hier eigentlich noch in dem Haus drin sein. Den habe ich hier zugebaut, den Arm. So, zack, dann hauen wir mal hier die Tür weg. So, dein Bett nehme ich dir auch weg. Du musst wohl jetzt hier mal entlanglaufen, Mr. Villager. So, weil wenn er mal irgendwann hier entlangläuft, dann können wir den nämlich auch wieder einsperren. Dann ist er auch da in dem Hauptweg drin. Und dann können wir die nämlich ganz einfach rüberbringen. Also ihr merkt schon, ich bin hier wirklich optimal vorbereitet. Okay, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kandidaten hier. Bro, du kommst jetzt mal hier raus. Oh, komm doch hier raus. Alles gut. Ich tu dir nichts, Bro. Ich tu dir nichts. Alles ist gut. Vielleicht muss ich ein Stück Brot droppen, um den anzulocken. Ja, alles ist gut. Schnapp dir dein Brot. Ha! Oh nein. Ha, es war eine Falle. Geh in das Boot rein. Ja! Oh mein Gott, nice, nice. Wir haben ihn. Ha, ha, ha. Woo!
Wir haben ihn gegeißelt. Wir entführen hier einen Villager. Oh mein Gott, Leute. Wir klauen uns hier den ersten Villager aus dem Dorf raus. Für unsere geheime unterirdische Villager-Farm. Oh mein Gott, Leute. Also, wir bauen uns hier langsam auf. Ich bin richtig stolz auf uns. Ich glaube, ich war noch nie so... Also, damals in unserer Singleplayer-Minecraft-Welt, da waren wir ja noch, ich würde mal sagen, relativ Noob-mäßig. Und jetzt machen wir sogar hier schon so eigene Villager-Farm und so. Also, wir werden heute, oder dieses Mal, werden wir Minecraft-Hardcore in wirklich komplettem Profi-Modus hier durchspielen. Wir bringen den jetzt mal rüber. Let's go. Ich finde das aber irgendwie schon cool, das so von oben hier so beobachten zu können. Gefällt mir. Also hier mit dem Eingang bin ich noch am Überlegen. Vielleicht bauen wir den auch später zu und machen einfach den Eingang durch unseren Keller. Aber das finde ich schon ganz nice hier, dass wir das so beobachten können. Dann können wir jetzt hier so runtergehen. Zack. Machen dann mal hier die Tür rein. Können da drauf drücken. Perfekt. Das funktioniert. So, Freunde. Wie sieht's hier aus? Oh, jetzt sind hier schon drei Erwachsene. Nice. Okay, jetzt müssen wir Trick 17 machen. Lesepult steht hier. Jetzt muss der... Nein. Ist eigentlich egal, wer kommt von denen. Einer muss hier... Ja, 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 ja. Ja, komm hier durch. Oh, jetzt wollen beide. Du gehst wieder zurück. Nur einer darf hier durch. Okay, perfekt. Einen haben wir hier drin. Jetzt bauen wir das Ding hier nochmal ab. So, jetzt kannst du weitergehen. Leute, ich sage euch, diese Villager-Sachen hier, das ist nicht einfach. So, Lesepult, genau. Komm mal, du gehst jetzt mal hier rein. Rein in deine Zelle. Rein in deine Zelle, habe ich gesagt. Nein, 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 der will wieder zurück abhauen. Oh mein Gott, wir haben ihn gegeißelt. Nein, er hat Schärfe. Sehr gut. Wir werden hier richtig anfüttern. Perfekt, okay. Wir müssen uns auf jeden Fall mal ein Totem besorgen. Ja, Leute, wir haben nicht mal ein Totem. Also wenn wir jetzt sterben, dann wäre die Hardcore-Welt jetzt schon vorbei. Und im zweiten Schritt sollten wir unsere Rüstung komplett mit Netherite überziehen. Aber ich finde, als allererstes sollten wir uns erstmal ein Totem besorgen, Leute. Weil auch Netherite-Farm ist teilweise ziemlich gefährlich. Da läuft gut und gerne mal ein bisschen Lava runter. Und deswegen, Freunde, ist auf jeden Fall jetzt erstmal der logische erste Schritt. Ganz klar, wir müssen uns ein Totem besorgen. Um ein Totem in Minecraft zu besorgen, Leute, ich meine, die meisten von euch werden es wissen. Ich werde es jetzt trotzdem noch mal kurz erklärt. Um ein Totem zu besorgen, Leute, muss man einen Pillager, also einen Plünderer-Outpost finden. Und das haben wir leider aktuell noch nicht. Also wir haben noch nicht mal einen Pillager-Outpost gefunden, um so einen Raid zu starten. Und mit dem Raid kriegt man dann diese komische Verzauberung. Und wenn man dann in ein Dorf geht, dann wird ein Raid gestartet und dadurch kriegt man die Totems, Leute. Ich denke, die meisten von euch werden das wissen. So, wo ist euer Anführer? Oh mein Gott, guck mal, die haben hier sogar diese Elfen eingesperrt. Den kann man doch irgendwie, die helfen einem doch beim Farmen, oder? Irgendwas war doch mit denen. Das müsst ihr mir auch mal, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie man die nochmal benutzen kann. Ich habe die noch nie so richtig benutzt, aber irgendwie kann man die doch mit denen dann farmen oder sowas. Okay, wir stürmen jetzt hier mal den Posten rein. So, wo ist euer Anführer, Junge? Wo ist euer Anführer? Das ist alles jetzt hier? Das war alles an Loot? Die war doch gar kein Anführer von denen gewesen. Ich glaube, ich werde denen hier die Banner klauen. Ich werde den einfach ihre Banner klauen. So ein Ding ist das. So, Federfall 4 regelt. Können wir runterjumpen. Es wird jetzt hier schon wieder Nacht. Wo ist denn hier der Anführer von denen? Das war doch immer so, dass hier einer so ein Banner hat. Da spinne ich jetzt. Sind das schon alle? Das kann doch hier nicht alles gewesen sein. Und hier ist direkt auch nochmal so ein Ding. Ah, da ist noch einer. Ah, komm her, Junge. Komm her, willst du ein Sniper-Duell, hä? Down, weg mit dir. Okay, Leute. Okay, jetzt wird hier gerade schon wieder Nacht. Das gefällt mir nicht, weil ich habe auch kein Bett dabei. Ich kann hier die Nacht nicht überspringen. Und wir können einfach nochmal zu dem anderen Dorf laufen. Kurz schlafen gehen. Das Problem ist, ich habe jetzt hier noch nicht diesen Effekt auf mir, diesen Fluch des irgendwas, weil ich den Anführer hier nicht erledigt habe. Wo ist denn hier der Anführer, der Bummel? Ah, da ist er! Oh mein Gott, Leute, da ist er. Da ist der Anführer. Den muss ich erledigen. Das ist hier der Chef. So, perfekt. Jetzt haben wir diesen Effekt, Freunde. Drohendes Unheil. Genau, dieses drohende Unheil. Das heißt, dass die jetzt ein Dorf angreifen werden bei mir in der Nähe. In den nächsten 2 Stunden. Ich hoffe, das wird jetzt nicht 2 Stunden dauern. Gut, Freunde, wir gehen jetzt mal direkt rüber zu dem Dorf, das wir gerade eben gesehen haben. Und wenn jetzt alles so läuft wie geplant, sollte dann da jetzt ein Überfall kommen von diesen Plünderern. Und da sollten wir dann ein Totem rauskriegen. Leute, was ist das denn hier? Ich laufe hier gerade zurück zu dem Dorf. Warum ist hier Cobblestone? Warte mal, ist da ein Zombie-Spawn? Hier ist ein was? Ey, Leute, okay, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Hier ist ein Zombie-Spawner an der Oberfläche. Aber warte mal, das ist eigentlich voll OP, weil da können wir hier... Wir können einfach hier ein Ding machen. Lol. Das ist ja eigentlich übelst OP. Wasseraffinität? Das ist ja eigentlich übelst OP, Leute.
Hier können wir uns eine richtig krasse XP-Farm machen. Ich will hier alles mitnehmen, Leute. Ich lasse hier nichts zurück. Hier wird alles abgestaubt. Zack, zack, zack. Boah, Knochen auch nice. Damit können wir uns auch den Hund später noch zähmen. Okay, also das müssen wir uns auch merken. Koordinaten 1900, 260. Aber ich habe das ja auch hier ausgeleuchtet. Das werden wir eh wieder finden. Ey, also Leute, das... Und ich spiele wirklich schon lange Minecraft, habe ich noch nie gesehen. Einen Zombie-Spawner an der Oberfläche. Wusstet ihr, dass es sowas gibt? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das ist sehr, sehr crazy. Okay, Leute, und da hinten ist das Dorf. Da müssen wir hin. Ist halt jetzt die Frage, wann da jetzt dieser Überfall kommt. Ich will auf jeden Fall heute noch einen Totem haben. Weil wenn wir jetzt einen Totem noch haben, dann sind wir eigentlich an sich erstmal abgesichert. Weil dann könnten wir im Zweifel... Oh mein Gott, der Überfall startet. Perfekt. Dann könnten wir sogar im Zweifelsfall einmal sterben und es würde uns nichts passieren. Okay, es ist jetzt bei Nacht, Freunde. Wir müssen jetzt den Überfall hier bei Nacht machen. Ist halt jetzt so. Okay, alle auf Gefechtstation. Alle auf Gefechtstation. Das Dorf wird angegriffen. So, keine Sorge. Wir werden euch helfen. Ich werde euch helfen, Villagers. So, wo ist der Überfall? Überfall startet jetzt wohl. Der Überfall startet jetzt hier wohl, Freunde. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Sollen die herkommen? Geht in eure Häuser. Geht in eure Häuser rein. Ich werde euch retten. Oh, da kommen sie. Da kommen die Plünderer. Wir werden angegriffen. Ah, mehr Gegner. Noch mehr Gegner. So, komm, wir werden alle erledigen. Keine Überlebenden. Wir machen hier keine Überlebenden. Niemand greift meine Dorfbrüder an. Oh mein Gott, der hat sogar einen Smaragd getroppt. Lol. Ey, Zombie, gib den Smaragd wieder. Mein Smaragd. Okay, ist noch ein Räuber. Ein Räuber ist nur noch überbleibend. Das bist du hier, ne? Bam. Let's go, weggefetzt. Oh, das war's hier noch gar nicht. Das war's noch gar nicht. Es geht weiter. Ey, die machen aber schon gut Schaden. Obwohl ich so eine gute Rüstung habe, machen die wirklich gut Schaden. Ey, man kriegt einfach Smaragde davon. Wie cool ist das denn? So, alle wieder in die Häuser rein. Alle wieder in die Häuser rein. Komm, Villagers. Ich will euch nicht verlieren hier. Ihr seid meine Bratans. Okay, Leute. Es muss hier wieder losgehen. Da hinten, oder? Nee. Und wo greifen die an? Da hinten auf dem Berg. Da sind sie. Ich werde mir die jetzt hier vorknüpfen, Jungs. Wir snipen die einfach direkt weg. So, zack. Ja. Denkst du, machst gut Schaden mit deiner Bummi-Axt hier, ja? Ihr denkt, ihr habt eine krasse Armbrust. Noch zwei Räuber sind am Überleben. Easy Game, Leute. Easy Game, wie ich die hier wegfetze. So, zack. Es geht ja noch weiter. Wieder noch weiter. Das lädt ja jetzt hier wieder auf. Okay, alles gut. Alles gut. Wir machen uns wieder ready. Ich glaube, jetzt kommt die finale Welle. Leute. Oh, da oben auf dem Berg. Da oben auf dem Berg sind sie. Jetzt machen die Schluss. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommen die mit den großen Geschützen. Jetzt kommen die hier mit den großen Geschützen, Leute. Kommt her. Kommt zu Papa. So. Lasst meine Dorfbrüder in Ruhe. Ich werde jetzt erstmal da auf den Dicken gehen da. So, erstmal da auf dieses große Bisonvieh. So, weg mit dir. Oh, das ist der Chef hier, oder? Ist das hier der Chef? Nee, das war noch nicht der Chef. So, Bison, weg mit dir. Erledigt. Hä, es geht ja immer noch weiter. Yo. Wie viele Sättel kriegt man denn hier? Es geht ja immer noch weiter, Freunde. Okay, krass. Ich dachte jetzt, die dritte Wave ist jetzt das Finale. Aber vielleicht kommt jetzt das Finale, weil wir müssen ja auf dieser eine Endgegner, der uns den Totem droppt. Das ist so irgendwie der Magier oder so von denen. Und es wird wieder Tag. Der Tag bricht an. Wir haben schon die ganze Nacht hier durchgekämpft, Freunde. Und wo kommen die? Und wo kommen die, Leute? Und wo werden die angreifen? Und wo greifen die an? Oh, hinter mir! Ey, das ist ein Hinterhalt! Hinterhalt, Leute. Ihr Ekligen. Sehr gut, sehr gut. Mach die kaputt. Mach die kaputt, Eisengolem. Ah, da ist noch einer. So, weg mit dir. Ey, Zombies. Für euch habe ich hier wirklich keine Zeit. Ich muss hier Wichtiges erledigen. Ey, Leute, mein Bogen, der Arme, der ist schon bald kaputt. Der hat schon auf jeden Fall gut Leben verloren. Das Problem ist, Leute, Nein, der Überfall... Da vorne. Der Überfall, der läuft hier schon ab. Die fetzen sich hier mit den Hexen. Die sollen mich angreifen. Noch zwei Räuber überleben. Wo sind die anderen beiden Räuber? Die Zeit darf jetzt hier nicht ablaufen. Mann, nerv jetzt nicht, Hexe. Wo sind die denn? Okay, einer noch ist überlebt. Das ist die Frage. Wo ist der letzte Räuber? Überfall. Oh, sehr gut. Der Überfall lädt wieder. Wie lange das dauert?
Wie lange das dauert? Wann kommt denn hier mal der Endboss-Magier? Wann kommt denn hier mal der Endboss-Magier, Leute? Von dem wir den Totem bekommen. Oh, oh mein Gott. Okay, da hinten. Jetzt, jetzt. Riesenangriff hier. Riesenangriff. Oh, da ist er. Da ist er. Das ist der Endboss-Magier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir einen Goldapfel snacken. Oh. Oh mein Gott. Ja, da ist ein Totem. Da ist ein Totem. Da war ein Totem, Leute. Ich muss ihn schnell aufsammeln. Oh mein Gott, wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben jetzt schon ein Totem, Leute. Wir haben einen Totem. Wichtig. Aber nicht mal Goldapfel gebraucht. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir sind echt gut, Leute. Oh, guck mal, eine verzauberte Ding. Oh, so. Gut, Leute, gut. Aber einer ist hier noch am Überleben. Ey, wir haben einfach ein Totem, checkt ihr das? Wenn wir den in der Hand haben, uns kann nichts mehr passieren. Uns kann einfach nichts mehr passieren. Hä, der Überfall geht ja noch weiter. Der lädt schon wieder auf. Was soll denn jetzt hier noch passieren, bitte? Okay. Da hinten auf dem Berg. Greifen die jetzt hier unendlich an, weiter an, oder was? Also ich hab mein Totem. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, Jungs. Damit kann uns jetzt erstmal nichts mehr passieren. Komm, ich würde sagen, die erledigen wir jetzt hier mal noch. Wann ist denn hier mal der Überfall zu Ende? Ah, da ist noch mal so ein Magier. Da ist noch... Okay, wir haben noch mal einen Magier am Hals, Leute. Da, ey, vielleicht kriegen wir noch ein Totem. Ja, der hat einfach noch ein Totem getroppt. Leute, easy. Easy Game ausgesorgt. Zwei Totems jetzt schon. Hört das irgendwann auf, diese Überfälle, oder läuft das jetzt unendlich? Ey, guck mal, das lädt schon wieder auf. Das lädt einfach schon wieder auf. Ich glaube, es hört gar nicht mehr auf, Leute. Also wir könnten jetzt uns hier richtig viele Totems erfarmen. Ist es, weil ich dieses unheilvolle Banner hier bei mir trage? Oder unheilvolles Banner... Aber egal, Freunde, dann farmen wir halt noch ein paar Totems. Soll mir recht sein. Ist da wieder ein Magier dabei? Ja, da ist wieder ein Magier dabei. Ja, nice. Oh, oh, da kommt nochmal ein großer. So, sehr gut. Oh, oh, wir haben ein bisschen Schaden gekriegt hier. Leute, ich bin fast tot. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp gewesen, Leute. Ey, nein, 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 die plündern das Dorf. Ihr ekligen... Leute, ich esse jetzt mal einen Goldapfel. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Lasst mein Dorf in Ruhe, ey. Oh, das ist der Magier auf einem Bison. Leute, die werden aber auch immer krasser hier, ne? Habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal weggehen. Ich glaube, solange ich hier bin, laufen die unendlich weiter. Habe ich das Gefühl. Ey, wir haben jetzt drei Totems. Das ist ja schon mal echt gut. Überfall Niederlage? Hä? Warum ist eine Niederlage? Weil die hier Dorfbewohner erledigt haben, oder was? Da ist ja noch einer. Ey, wie viele? Muss los, Bruder. Wir werden auch immer stärker, habe ich das Gefühl. Leute, das ist echt krass. Das ist echt krass, was hier abgeht. Ich meine, wir haben ja wirklich schon eine gute Rüstung. Gut, ich kämpfe halt auch ohne Schild die ganze Zeit, muss man auch dazu sagen. Oh, okay, aber jetzt hat's aufgehört. Wir haben es überlebt. Aber guckt euch das Dorf an. Die haben ihre Eisengolems verloren. Das ist echt nicht gut, Freunde. Das Dorf, weiß ich nicht, ob das Dorf hier alleine noch überleben wird. Ich glaube, die sind alle tot, oder? Die sind tot hier. Nein. Das arme Dorf. Heute werden wir gemeinsam den Enderdrachen erledigen. Haha, let's go. Und oh, warte mal, jetzt wird es hier gerade Nacht. Wir gehen einmal schnell schlafen, Leute. Denn wir haben davor natürlich noch einiges zu tun. Ich habe lang überlegt, machen wir heute den Enderdrachen? Werden wir heute erstmal unser Haus fertig bauen? Werden wir, keine Ahnung, eine automatische Totemfarm oder sonst was bauen? Es gibt natürlich sehr, sehr vieles wie immer zu tun. Aber ich habe mich dazu entschlossen, wir werden heute als allererstes mal den Enderdrachen besiegen. Zumindest versuche ich den zu besiegen. Es kann natürlich auch sein, dass alles schief läuft. Aber ich denke mal, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Denn, Freunde, wenn wir den Enderdrachen besiegt haben, dann kommen wir auch an Elytras ran, ja? Also keine Sorge, nur weil wir den Enderdrachen besiegt haben, ist das Minecraft-Hardcore-Projekt noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, es fängt nämlich eigentlich gerade erst richtig an. Denn wenn man den Enderdrachen besiegt hat, wie gesagt, kann man sich dann endlich mal Elytras holen oder Elytren. Was ist eigentlich die Mehrzahl? Elytras, Elytren? Ihr wisst, was ich meine, Leute. Und damit können wir natürlich viel, viel mehr machen. Dann können wir endlich mal durch die ganze Welt fliegen. Dann können wir viel krasser bauen und, Leute. Und deswegen werden wir heute gemeinsam den Enderdrachen besiegen. Lasst dafür alle mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ich werde jetzt
jetzt hier mal gerade noch schnell die letzten Vorbereitungen dafür treffen. Hier haben wir noch ein paar Äpfel. Wir werden uns als allererstes mal, ich denke zwar nicht, dass wir das unbedingt brauchen, weil wir haben echt eine gute Rüstung. Wir haben überall Schutz 4 drauf und. Wir haben noch nicht eine perfekte Rüstung, aber ich würde sagen eine ganz gute Rüstung. So, und Totems haben wir auch, Goldäpfel haben wir auch. Also ich glaube, der Enderdrache, ich bin jetzt ja auch kein kompletter Minecraft-Noob. Es ist jetzt auch nicht für mich das erste Mal, dass ich den Enderdrachen angreife. Ich denke, es sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wir gehen natürlich trotzdem lieber mal auf Nummer sicher und machen ein paar Goldäpfel mehr. Weil wir spielen ja auch schließlich den Hardcore-Modus. Und das ist für mich das erste Mal, dass ich Minecraft Hardcore spiele. Ich glaube, der Enderdrache ist auch prinzipiell ein bisschen stärker. Oh mein Gott, Leute, wir brauchen auch noch Lohnstaub. Also wir brauchen Lohnstaub und wir brauchen Enderperlen. Dafür gehen wir jetzt erstmal ins Nether, das ganze Zeug farmen, Leute. Aber ist natürlich alles kein Problem, weil wir haben direkt eine Enderfestung bei uns in der Nähe. Und wir haben da direkt auch diesen Wald, wo wir auch richtig schön viele Endermans farmen können. Okay, also heute wird auf jeden Fall ein bisschen eine gefährliche Episode, kann man, glaube ich, so sagen. Weil Nether ist gefährlich, End sowieso gefährlich, müssen wir gar nicht groß drüber reden. Aber wie gesagt, wir haben Totems. Alles ist gut, Freunde. Alles ist gut. Also ich glaube einfach mal, dass es kein größeres Problem für uns werden sollte. Aber okay, es geht los ins Abenteuer, Freunde. Woo! Und schreibt natürlich wie immer in die Kommentare. Wie soll es weitergehen? Sollen wir dann, wenn wir jetzt hier wirklich den Enderdrachen mal besiegt haben und uns eine Elytra geholt haben. Oh Gott, jetzt bin ich hier reingefallen. Wenn wir den Enderdrachen besiegt haben und uns eine Elytra geholt haben, sollen wir dann endlich mal danach unser Haus fertig bauen? Ich glaube, das wäre ziemlich nice. Ich meine, wir haben ja unsere Farm, unseren Bauernhof, aber die ganze Zeit unser Haus ist nicht mal fertig, Leute. So, naja, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins End rein. So, und da vorne haben wir ja zum Glück direkt dieses Waldgebiet, wo wir Endermans, beziehungsweise dann die Enderaugen oder Perlen, ich kann es nicht auseinanderhalten, ich glaube Enderperlen bekommen und die können wir dann zu Enderaugen machen. Ich denke aber, es ist die schlauste Entscheidung, dass wir jetzt langsam schon mal den Enderdrachen besiegen. Eigentlich, damals war es ja so, wenn man den Enderdrachen besiegt hat, war ja eigentlich Minecraft durchgespielt. Ganz früher. Aber mittlerweile mit Elytra und, was es nicht alles gibt, Freunde. Also ich habe das Gefühl, wenn wir den Enderdrachen besiegt haben, geht es eigentlich erst richtig los, ja? Weil dann können wir natürlich viel besser die Welt erkunden, Farmen bauen und. So, komm her, Junge. Zack, mit... Oh mein Gott, 4 Enderperlen. Ey, das Plünderungsschwert regelt, Leute. Zum Glück haben wir Plünderung 3 auf unserem Schwert. Damit sollte das doch hier echt schnell gehen. So, zack, erledigt. Okay, boah, schon 5 Enderperlen, nice. Aber wie gesagt, also wir brauchen schon ein paar mehr. Wir brauchen allein, wenn es schlecht läuft, brauchen wir allein 12 Enderperlen. Oh Gott, wenn es schlecht läuft, brauchen wir allein 12 Enderperlen für das Portal. Dann noch ein paar, um dahin zu finden. Aber das geht ja hier zum Glück sehr, sehr schnell. Okay, wir fahren jetzt mal schnell weiter, Leute. So, Leute, ich habe hier übrigens gerade mal wieder die Lichtmod aktiviert, damit es hier ein bisschen heller im Nether ist. Wir haben jetzt hier schon fast 2 Stacks Enderperlen. Also, ja, ein Stack sind ja nur 16. Aber, hallo, guck mich an, komm zu mir. Ich glaube, das reicht. Also, wir brauchen ja, wie gesagt, 12 im schlimmsten Fall für das Portal. Und ich glaube, wenn wir 2 Stacks haben, also 32... Ich glaube, dann reicht das, Leute. Okay, jetzt haben wir 13. Also ich würde sagen, 3 holen wir uns noch. Dann haben wir 2 Stacks voll. Und dann reicht das doch fürs Erste. Und dann müssen wir uns natürlich noch ein bisschen kurz Lohnstaub holen. Meine Rüstung sollten wir vielleicht auch noch kurz reparieren, bevor wir dann losziehen. Einer oder 2. Maximal 2, dann haben wir es eigentlich. Wo sind die denn hier, Junge? Da oben auf dem Baum. Ist das ein Affen-Enderman oder was? Ich glaube, das ist ein Affen-Enderman. Hier, komm mal runter, Junge. Hier. So, komm schön zu Papa, Junge. Oh, perfekt, Leute. Wir haben die 16 voll optimal. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Und zwar, obwohl, komm, den nehmen wir noch mit hier. Den nehmen wir noch mit. Jetzt gehen wir uns noch schnell den Lohnstaub holen. Junge, Alter. Dass die aber auch immer abhauen müssen. So, weg mit dir. Ja, easy, Leute. Könnt ihr hier unterwegs noch schnell Trick 17 machen? Zack, hier ein bisschen die XP mitnehmen, weil dann repariert auch unsere Rüstung auch gleich direkt mal. Ich glaube, als erstes geht das, oder obwohl, nee, ich glaube, das geht sogar direkt auf die Rüstung hier. Weil, bevor wir natürlich ins End gehen zum Enderdrachen, sollte man natürlich auch eine komplette, vernünftige Rüstung haben. Okay, und ich weiß nämlich auch, dass hier irgendwo direkt dieser Blaze-Spawner war. Jetzt die Frage, jetzt eigentlich wäre es schlau, jetzt ein Schild auszurüsten. Ich habe nicht mal ein Schild dabei. Wir können jetzt gleich nicht mal das Feuer wegblocken von denen. Oh Gott, ah, aber warte, haha. Trick 17, Leute. Einfach ein Feuerresistenztrank. Dafür habe ich die ja. So, was wollt ihr jetzt machen, ne? Was wollt ihr jetzt machen, wenn ich einen Feuerresistenztrank habe, hä, ihr Bummis? Zack, easy. Also Leute, mit einem Feuerresistenztrank haben die ja wirklich gar keine Chance. Ja, komm, nerv nicht, Junge. Ja, schade. Die Lohnroute haben wir nicht bekommen. Hier, komm, spawnt mal wieder. Los, spawnt mal. Gut, hier würde ich sagen, brauchen wir halt auch mal mindestens, ja, würde ich halt auch mal auf 32 gehen. Ich glaube, 7 oder so haben wir noch bei uns. Also komm, nehmen wir mal... Auf jeden Fall 20 oder so nehmen wir mal mindestens mit. Hey, Junge, dass die auch immer hochfliegen müssen. So kriege ich ja gar nicht... So kann ich die ja gar nicht mit meinem Plünderungs-3-Schwert hier erledigen. Wenn ich den jetzt abknall, dann fällt wieder alles runter. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ja, kommt doch. Sogar 2!
Kommt mal schön zu Papa, Junge. Dankeschön. Schon wieder 5 Lohnrouten. Ehre. Oh, Gast. Gastangriff, Gastangriff. Zack, erledigt. Mit wirklich so einem Feuerresistenzrang ist das wirklich zu einfach, Freunde. So. Boah, was? Wir haben jetzt schon 28. Okay, easy, easy, Leute. Easy, das reicht. Das reicht doch schon wieder aus. Komm, euch zwei fetze ich noch schnell weg. So, nerv nicht. Und ich glaube, dann haben wir jetzt wirklich alles, was wir brauchen, Leute. Ab geht's zurück in die Oberwelt. Und dann werden wir jetzt erstmal schön die Enderfestung suchen. Boah, guck mal, Leute, hier sind noch ein paar Endermans. Die nehmen wir auf schnell noch mit auf Lock, Leute. Auf Lock packen wir die hier noch einmal schnell ein. Wenn wir hier eh schon vorbeilaufen müssen. Ey, wo ist der hin? Er hat mir jetzt hier gerade keine Enderperle gedroppt. Au, ey. Spann dich mal, Gast, Junge. So, komm, wir gehen mal hier lieber weiter, bevor das hier irgendwie noch schlecht endet. An sich könnten wir jetzt natürlich noch hingehen. So, wir machen hier die Lichtmod mal wieder aus. An sich könnten wir jetzt natürlich auch hingehen und uns einen Kürbis aufziehen, Leute. Aber ich finde das immer so ein bisschen nervig. Ich glaube, ich werde keinen Kürbis aufziehen. Also kann natürlich sein, dass uns dann so ein paar Endermans angreifen im End, aber ich glaube, alles gut. Ich glaube, das ist halb so wild für uns. Guck mal, das ganze Netherrack, was wir dabei haben, das können wir nämlich alles richtig schön auch gleich mal mitnehmen ins End dann, um uns dann auf die Türme nämlich hochzubauen. Deswegen packen wir das direkt alles mal mit ein. So, zack, das werfen wir alles weg. Brauchen wir hier nicht. So, Inventar darf jetzt hier nicht unnötig voll sein. So, okay, Leute. Also wir haben jetzt hier mal so auf entspannt. So, 6 Decks dabei. Ja, das sollte doch reichen, um uns da auf diese Türme hochzubauen. Ich habe übrigens hier gerade noch den anderen Shader drin, deswegen sieht das anders aus, weil irgendwie funktioniert die Lichtmod nur mit diesem anderen Shader hier, nicht, dass ihr euch wundert. So, jetzt hier wieder der normale Shader drin, alles wie immer. Gut, Freunde, also wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Ich mache uns jetzt hier einfach mal, was meint ihr, wie viel wir brauchen? Was denkt ihr, wie viel wir hier brauchen? Ich mache mal lieber so ein paar mehr. Also 12 fürs Portal, dann hätten wir jetzt noch 16, um so hinzu... Also Leute, okay, das reicht. Ich glaube 28 Enderaugen sollten ausreichen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bastion jetzt nicht so ultra weit ist. Meistens kann man die ja nochmal doppelt verwenden, wenn man die Bastion sucht. Die Enderperlen behalte ich auch, falls wir irgendwie mal rausfliegen sollten aus der Welt, dann können wir uns damit nämlich wieder retten. Auch sehr, sehr wichtig. Und das behalten wir jetzt mal. Was vielleicht, obwohl, nee, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir noch irgendwelche Tränke, irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Wir haben Goldäpfel. Eigentlich alles ist da. Wir haben wirklich eigentlich alles da, was wir brauchen. Feuerresistenztränke brauche ich jetzt nicht, wenn wir ins End gehen. Ich glaube, wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Ein Schild brauche ich jetzt irgendwie auch nicht, Leute. Ein Schild brauche ich jetzt auch nicht. Ich denke mal aber, ich würde hingehen und vielleicht einen Eimer Milch mitnehmen, falls wir irgendwie mal irgendeine Ding noch bekommen. So ein bisschen Holz nehme ich auch noch mit. Sollte man als guter Minecraft-Spieler, sollte man immer Holz dabei haben, falls man mal doch irgendwas craften muss. Und ansonsten sind wir, glaube ich, echt ready, um den Enderdrachen fertig zu machen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen, weil wir brechen jetzt gleich auf. Wir gehen jetzt noch einmal schlafen. Und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt, wie weit weg die Enderfestung sein wird. Bis jetzt hatten wir hier wirklich bei unserem Seed extrem viel Glück gehabt immer. Also wir waren direkt in der Nähe von Dörfern. Wir hatten direkt eine... schön. Wir hatten direkt eine Festung in den... Ey, was ist denn hier los? Junge, Alter! Zombie-Angriff hier! Zombie-Angriff in unserem Dorf! Junge, verzieht euch hier von meiner Farm, Junge! Ist hier eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen oder was? Mein Gott, was ist denn hier los auf einmal? Geht's euch gut da unten? Oh, wir haben Karotten bekommen, nice. Müssen wir vielleicht auch mal anpflanzen, Karotten. Damit kann man ja die ein oder andere Verzauberung auch machen. Wer läuft hier denn noch rum? Du denkst, nur weil du eine Rüstung hast, bist du cool oder was? Falsch gedacht. Was geht denn eigentlich hier bei unserer Eisenfarm ab? Das können wir auch mal wieder abchecken. Geht's euch noch gut, Villager? Ich wollte schon Zombies sagen. Das ist das einzige Problem, Leute. Weil das Ganze hier so weit weg ist, spawnt hier nicht unbedingt immer was, wenn ich hier nicht in der Nähe bin. Vielleicht müssen wir auch nochmal so einen Chunkloader bauen. Aber gut, wir haben ja erstmal noch genug Eisen. Wenn nicht, stellen wir uns hier ein bisschen AFK hin. Dann klappt das ja auch. So, da haben wir ja, glaube ich, genug Kühe zur Auswahl zum Melken. Wer weiß, Leute. Vielleicht irgendwann brauchen wir mal einen Eimer Milch. So. Ah! Ey, du Ekliger. Du Ekl... Warte mal. Ich werde den mit dem Plünderungs-Dreischwert erledigen. So, damit wir direkt noch ein bisschen Schwarzpulver kriegen. Leider nur eins bekommen. So, okay, dann würde ich sagen, Leute, wir werfen das erste Enderauge in 3, 2, 1 und... Ach, da ist es hin. Ich dachte schon, wo ist das hingelaufen? Okay, das heißt in diese Richtung. In Richtung von unserem Wüstendorf müssen wir laufen. Gut, Leute, dann laufen wir mal Richtung Wüstendorf und werfen da mal die nächste Enderperle. Wir könnten uns ja auch mal ein paar Pferde zähmen und dann rumreiten, Leute. Wir haben ja auch schon Sattel, aber ich denke, wenn wir jetzt bald eine Elytra haben, Leute, dann brauchen wir sowieso nichts anderes mehr. Ich bin doof. Ich hätte mir direkt noch Raketen mitnehmen können. Warte mal. Sorry, Leute, nochmal kurz Abbruch. Wir nehmen uns direkt Raketen mit,
damit wir dann auch mit der Elytra wieder wegfliegen können. Ja, da haben wir zum Glück ja schon einiges an Schwarzpulver ready. Wir haben auch noch nicht mal eine Netherite-Rüstung. Ich weiß, Leute, wir müssen auch noch Netherite farmen. Ich habe neulich nach der Aufnahme schon mal ein bisschen angefangen, habe zwei antiker Schrott gefunden, aber ja, so wirklich viel ist das jetzt nicht. So, wie war das denn nochmal? Wie baut man nochmal Raketen? Ich habe das schon wieder länger nicht mehr gemacht seit der YouTuber-Insel. Und zack und zack. Okay, also es war, glaube ich, irgendwie mit Papier und mit okay, es war echt simpel, Leute. Es war echt easy. Gut, 1,5 Stacks haben wir mal dabei, ist jetzt nicht super viel, aber sollte fürs Erste ausreichen, um dann wegfliegen zu können. Gut, Leute, jetzt brechen wir aber hier wirklich mal auf. Okay, Leute, wir sind beim Wüstendorf angekommen und es geht immer noch weiter in diese Richtung. Oh, sehr gut. Wir haben noch keine Enderperle auch verbraucht. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Irgendwie so ziemlich hier in diese Richtung, Leute, muss es weitergehen. Und ich war auch noch nie so wirklich hier weit hinten in der Wüste gewesen. Also ich weiß auch irgendwie gar nicht, was mich hier so erwartet. Deswegen ist auch ganz cool, jetzt mal ein bisschen auf Expeditionstour hier zu gehen. Aktuelle Koordinaten sind 1350 und minus 260. Okay, also ich... Und wir laufen hier mehr in die Höhe der Z-Koordinate. Gut, ich würde sagen, so vielleicht mal alle 200 Blöcke oder so werde ich mal eine Enderperle werfen. Aber meistens sind diese Ender-Dinger schon weiter entfernt, Leute. Die sind meistens schon echt ein Stück entfernt. Boah, ist hier viel Zuckerrohr. Hätten wir auch, hier hätten wir uns am Anfang auch mal gut Zuckerrohr holen können, als wir so viel gebraucht haben. Also so weit in der Wüste waren wir echt noch nie. Wir waren eigentlich noch nie so wirklich hinter dem Dorf da gewesen. Boah, Leute, da hinten fangen richtige Canyons an. Alter, okay, da ist dieses irgendwie so ein krasses neues Biom. Leute, ich war auch noch nie wirklich in diesem Biom gewesen, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas Besonderes? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, dann würde ich sagen, wir werfen mal die nächste Ender. Okay, es geht immer noch in diese Richtung. Oha, Leute, ich sehe da hinten einfach gerade nochmal so ein Pillager-Outpost. Oha, okay. Da könnten wir direkt nochmal einen kleinen Raid hier starten. Aber an sich, Leute, können wir uns merken für später mal. Brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen weiter auf jeden Fall weg. Wir sind jetzt hier schon bei minus 900. Ich würde sagen, wir werfen nochmal eine Enderperle. Und es geht trotzdem immer noch weiter in die Richtung. Oh Mann, ey. Wir haben ja genug Totems jetzt fürs Erste. Also, ja, falls wir irgendwann mal wieder einen Pillager-Outpost brauchen, können wir uns merken, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und hier ist nochmal so ein verlassenes Nether-Portal. Können wir auch nochmal reinschauen. Ein Goldapfel. Perfekt. Kuss, Kuss, Kuss. Nehmen wir einmal mit. Ui, Leute, so, das sind doch hier Sachen, die können wir direkt mal schön einpacken. Das normale Obsidian könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Aber wir können uns jetzt ja sogar auch eine Ender-Chest machen. Das haben wir ja bis jetzt auch noch nicht. Eine schöne Ender-Chest. Auch mal eine gute Sache. Ja, in Minecraft kann man irgendwie alles gebrauchen. So, schau mal, jetzt haben wir hier schon fast genug Obsidian für eine Ender-Chest. Oh nein, sogar wir haben genug. Wenn wir das hier noch wegmachen, haben wir direkt genug sogar, Leute. Ey, wer schießt mich denn jetzt von da hinten an? Was willst du denn jetzt? Hier, Ruhe auf den billigen Plätzen. Okay, es wird hier langsam Nacht. Ich würde sagen, wir werfen jetzt hier nochmal eine Enderperle oder Enderauge. Und es geht immer noch weiter in die Richtung. Um Gottes Willen, Leute. Um Gottes Willen. Ey, bitte lasst das hier nicht mehr allzu lange sein. Oh, wie schön aber auch Minecraft ist, Leute. Guckt euch das hier mal an. Die Sonne geht unter. Der Mond geht auf. In der Wüste wird es dunkel. Hier zwischen Tag und Nacht. Ein einsamer Krieger. Auf dem Weg ins End, Leute. Hä? Hä? Warte mal. Das fliegt jetzt hier nach hinten wieder. Hä? Warte mal, sind wir gerade schon drüber gelaufen? Weil die Perle fliegt jetzt hier gerade wieder, oder Auge, das Ende Auge fliegt jetzt hier gerade wieder nach hinten. Okay. Ich glaube, das muss hier irgendwo sein. Das muss hier irgendwo sein, Leute. Wir sind ganz nah dran. Oh mein Gott, nice, nice, nice. Okay, es schickt mich wieder ein bisschen zurück. Es schickt mich hier wieder ein bisschen zurück. Oh, jetzt fangen hier die Monster an, Leute. Jetzt fängt das hier auch schon wieder mit den Monstern an. So, ich aktiviere mal ganz kurz die Lichtbot, Leute, weil sonst ist hier echt zu dunkel in der Wüste. Und jetzt fliegt es wieder nach da. Leute, müssen ganz nah dran sein. Wie siehst du denn aus, Junge? Bist du ein Sandzombie oder was? Wir müssen hier irgendwie ganz nah dran sein, Leute. Jetzt fliegt es hier wieder zurück. Warte mal, ist es jetzt hier gerade nach unten geflogen? Ist das hier gerade nach unten geflogen, Leute? Ich glaube, wir sind da. Ja, ja, ja. Wir sind da, Leute. Unter uns ist das End. Unter uns ist das End, Leute. Oh, egal. Okay. Also irgendwo, ich glaube, irgendwo hier unter uns. Ja. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Ein bisschen hier rüber. Irgendwie fliegt die Enderperle hier runter. Ich glaube, hier müsste die Ding sein. Welche Höhe sind wir? Welcher Höhe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist es, Leute. Das ist es. Wuhuhu. Das fliegende Auge. Fortschritt ist erzielt, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir sind in der Enderfestung angekommen, Freunde. Da oben geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Hä? Leute, was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Ah, oh mein Gott. Hier geht's zum Glück weiter. Okay. Ey, oh mein Gott, die ersten Silberfische greifen an.
Die ersten Silberfische greifen an. Okay, okay, alles ist gut. Ein bisschen Eisen und ein Apfel. Okay, okay, wir stürmen die Enderfe... Oh mein Gott, wir sind jetzt schon da! Wir sind jetzt schon da, Leute! Hier ist das Enderportal! Oh. Jetzt reicht's. So, ich werde euren kleinen Spawner hier einfach abbauen. Im Normalfall stellt man jetzt hier ein Bett auf, Leute, falls man stirbt. Aber wenn wir hier sterben sollten, ist die Welt eh vorbei. Deswegen brauchen wir kein Bett aufzustellen. Oh, weg mit diesem... Ey! Hört jetzt auf zu nerven, Junge. Leute, da ist es. Das Enderportal. Es ist da, Freunde. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das letzte Auge werden wir jetzt platzieren in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute, wir werden da jetzt reingehen. Wir werden uns jetzt anlegen mit dem Enderdrachen. Wir sollten davor noch einmal ganz kurz unser Inventar ordnen und schauen, was wir wirklich brauchen. Wir nehmen auf jeden Fall eine Enderperle hier direkt mal in die Hand, Freunde. Falls wir irgendwie runterfallen sollten, können wir uns damit nochmal retten. Totem haben wir in der Hand. Ich habe hier Baumaterialien in der Hand. Okay, ich glaube, das sind aber so mal die wichtigsten Dinge. Was zum Essen, Goldapfel. Ich glaube, wir sind ready, Leute. Ich glaube wirklich, wir sind ready. Oh mein Gott, okay. Okay, ich werde jetzt hier noch ganz kurz... Mir ist es immer sehr, sehr wichtig, Ordnung mit Inventar zu haben. Ihr merkt, ich bin vielleicht gerade ein bisschen aufgeregt. Aber okay, alles ist gut, Freunde. Alles ist gut. Alles ist gut. Hier haben wir noch ein bisschen Platz im Inventar. Dann gehen wir rein, Leute. Wir gehen rein. 3, 2, 1 und let's go! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind da. Oh mein Gott, wir sind da, Leute. Okay. Der Enderdrache wird jetzt heute hops genommen. Oh Gott, ich will hier nicht die Endermans angucken. Ich will hier nicht die Endermans angucken. Oh mein Gott. Okay, ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt auf den Boden gucken. Wir gucken ein bisschen auf den Boden. Oh mein Gott, der Enderdrache, Leute. Der Enderdrache, da oben ist er, da oben ist er. Okay, ich muss hier Stück für Stück die Dinger kaputt machen. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los, Freunde. Jetzt nicht reinchoken. Jetzt hier nicht reinchoken. Oh oh. Oh! Oh mein Gott, ich dachte schon, der wollte mich hier runter. Okay. Oh! Oh mein Gott, okay, alles gut. Wir haben Federfall, wir haben Federfall. Alles ist gut, Freunde. Okay, alles ist gut. Der kann uns nichts anhaben. Der kann uns hier nichts anhaben. Okay, jetzt müssen wir uns hier hochbauen. Nächste Ding, wir müssen erst alle Heal-Stationen kaputt machen. Ich habe zwar schon ein, zwei Mal gegen den Enderdrachen gekämpft, Leute. Auch mit den anderen bei YouTuber-Insel und so. Aber ich bin trotzdem Real Talk immer wieder... Oh Gott, was mache ich? Ich bin Real Talk immer wieder aufgeregt, Leute. Okay, nächster weg. Zack, 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 zack. Oh, der tritt durch. Der wird langsam sauer. Der wird langsam sauer auf mich. So, okay, warte mal. Ich müsste auch mal anfangen, die mit dem Bogen wegzuschießen. Beim nächsten, wo wir uns hochbauen, versuche ich die mal mit dem Bogen wegzusnipen. Dann müssen wir uns nicht auf jeden Turm hochbauen. Oh oh, oh oh, oh oh, Leute. Wo ist er? Oh, der macht hier seinen Drachenatem. Auf den müssen wir aufpassen. Der fetzt richtig Schaden. Aber wir haben auch ein Totem in der Hand. Das ist gut. Also wir wären sowieso nicht direkt down, falls irgendwas schief geht. Wie hoch ist das hier? Okay, wir gehen auf ganz normal sicher. Abstand halten und bam. Okay, nächster kaputt. Nächster Kristall kaputt. Wir machen also eine Heal-Station kaputt. Und nächster Snipe. Okay, okay, wir müssen snipen. Oh mein Gott, da fliegt der Drache, Leute. Oh mein Gott. Oh, der wird sauer, Leute. Der wird sauer. Hier da hinten, nächstes. Oh mein Gott. Leute, ich bin einfach zu krasser Sniper. Zu krasser Sniper hier. Haben wir es auch wieder getroffen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen da näher ran. Ich glaube, wir müssen da näher ran, Leute. Wo wird der noch gehealt? Da sind auf jeden Fall noch zwei. Ich glaube, das könnten aber die letzten zwei sein, von denen er geheilt wird. Zack, zack, zack. Okay, und weiter geht's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, der ist da gerade auf Position. Der ist da gerade auf Position, Leute. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich werde jetzt zuerst hier hochgehen und dann versuchen, das wegzuschießen. Weil da müssen wir das Gitter erst wegbauen. Aber bis jetzt eigentlich alles gut. Bis jetzt ist der Drache eigentlich recht friedlich zu uns gewesen. Der hat uns noch nicht einmal hier versucht, runterzudingsen. Eigentlich voll der Noob, der Drache. Bam, nächstes Ding kaputt. Oh, nächstes. Oh, 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 okay. Okay, ich glaube, jetzt wird er sauer. Ich glaube, jetzt wird er sauer. Er hat keine Heal-Möglichkeiten mehr. Er hat keine Heal-Möglichkeiten mehr. Er hat schon Schaden gekriegt. Okay, sehr gut. Jetzt schnappen wir uns den. Jetzt schnappen wir uns den, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt wäre eigentlich ein Kürbis ganz gut gewesen, dass wir die anderen Endermans nicht angucken.
jetzt hätten wir den schlagen müssen. Müssen ihn schlagen. Ja, er kriegt dick Schaden. Nimm den Schaden wie ein Mann. Schön Kritz. Die Kritz. Oh, okay. Er hat mich fett weggefetzt. Aber alles ist gut. Alles ist gut. Er hat schon halbes Leben weg. Halbes Leben weg, der Bummi. Okay, ich will hier keinen anderen Endermans auf mich ziehen. Müssen wieder warten. Und komm. Komm her, du Riesenechse. Oh mein Gott, ey, Leute, wie ich den im Flug wegsnipe. Wie ich den im Flug hier... Ein zu krasser Sniper, Leute. Ey, der kriegt so die Hits. Der kriegt so die Hits, Leute. Der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Oh, Drachenatem, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Nochmal gehittet. Ja, der will gerade nicht landen. Der will gerade nicht landen, Leute. Der kommt ja gar nicht mehr runter. Komm mal runter, Junge. Will ich doch hier mit dem Schwert erledigen. Oh, jetzt kommen die Endermans hier. Der landet wieder. Er landet, er landet, er landet. Oh mein Gott. Au, 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 au. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt drauf, jetzt drauf. Ah nein, Drachenatem. Au, 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 au. Wir müssen hin, wir müssen hin, wir müssen hin, Leute. Komm, komm. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein, 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 der Eklige. Okay, Leute, letzter Hit jetzt. Letzter Hit, noch einmal mit dem Bogen. Komm her, komm her, komm her, Leute. Bam, weggesniped. Woo, let's go. Oh, wir haben ihn besiegt, oder? Wir haben ihn besiegt, wir haben ihn besiegt. Ja, let's go, Leute. Was ein Fight hier. Aber man muss wirklich sagen, der Ender, Drache, hier leider chancenlos. Einfach chancenlos, Bro. Ich würde aber sagen, Freunde, wir flitzen jetzt direkt los. Die Mission beginnt jetzt, die Mission, den Warden zu stoppen, Freunde. Und dann können wir nämlich auch richtig entspannter alles looten, Leute. Aber dafür fliegen wir da jetzt erstmal auf ganz locker, easy, entspannt hin. So, meine Elytra hat auch noch genug Leben. Wir müssen uns auch irgendwann mal noch eine zweite, so eine Ersatz-Elytra holen. So eine Backup-Elytra, Leute. Und so, letztes Mal habe ich mich nämlich einfach hier hochgebaut. Das heißt, wir müssen uns hier einfach nur auf entspannt runterbauen, Freunde. So, zack. Jetzt nehmen wir mal hier unser gutes Zeug wieder in die Hand, dass nichts passieren kann. Okay, okay, okay. So, oh mein Gott, Freunde. Wir gehen wieder runter ins Wardengebiet. Wir sind ready. Lasst jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind hier in der Höhle angekommen, aber ich habe mich hier gerade straight runtergebaut. Wir sind auf jeden Fall noch lange nicht im Wardengebiet. Ey, Junge, nerv mal nicht hier. So, lass mal kurz gucken. Das war irgendwo bei 1400 und 400. Okay, also in die Richtung auf jeden Fall und in die Richtung. Okay. Boah, oh mein Gott. Denkt ihr, wir überleben das hier runter? Oh mein Gott, denkt ihr, wir schaffen das? Ich meine, okay, wir haben Schutz 4. Federfall 4. Ah, das geht hier schon sehr, sehr weit runter. Das geht hier schon sehr, sehr weit runter, Freunde. Sollen wir es riskieren? Ich meine, okay, ich habe ja auch ein Totem in der Hand. Wir haben ja auch noch ein Totem. Okay, komm, wir... Oh mein Gott, okay, easy. Oh, guck mal, hier sind auch wieder Diamanten. Ey, Leute, das hier so... Das ist einfach hier die krasseste Diamantenhöhle. Wir haben ja letztes Mal auch hier schon so viele Dias gefunden. So, easy. Junge, nerv nicht. So, zack, gut. Okay, wir laufen jetzt mal weiter in die Warden-Richtung. Das müsste ja irgendwie weiter hier lang sein. Okay. Es müsste weiter hier lang sein. Wir müssen zu 1400 und 400. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich so weit weggelaufen bin vom Wardengebiet. Wahrscheinlich, weil ich Angst hatte, dass er uns angreift oder so. Oh, kein Goldapfel. Ich hätte hier fast noch einen Goldapfel gegessen. Okay, da unten geht's schon los. Da unten geht's schon los. So. Okay, wir sind gleich da. Ich weiß nur noch, es war irgendwie 1400 und 400. Wenn nicht, bauen wir uns hier einfach durch irgendeine Wand durch, Leute. Um da hinzukommen. Ich bin mir nämlich nicht mehr hundertprozentig sicher. Oh, oh. Okay, Leute, die schicken jetzt hier schon ihre Signale. Ich glaube, jetzt hier kommt er nicht, wenn man nicht gerade in so einer Wardenstadt ist. Da passiert hier nichts. Okay, Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde mich jetzt hier einfach durch den Boden durchbauen, weil, wie gesagt, wir müssen irgendwie zu 1400 und 400. Wir sind jetzt gerade bei 1450 und 300. Ich weiß nicht mehr den genauen Gang, wie ich da hingekommen bin. Deswegen, wir graben uns da jetzt einfach mal noch diese 90 Blöcke durch, Freunde. Oh, oh, guck mal. Guck mal hier.
Oh, oh, okay, okay, okay. Jetzt kommen wir nämlich hier schon wieder irgendwo raus. Ich mache jetzt hier gerade mal meinen Sound auch relativ laut, damit ich das höre, wenn der Typ hier kommt. Leute, einfach hier beim Vorbeibauen natürlich immer wieder schön Diamanten. Also, ey Leute, wir haben wirklich so viel Diamanten, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es letztes Mal waren, aber ich glaube, wir haben jetzt schon so 3 Stacks Dias irgendwie bei uns rumliegen. Als wäre es nichts. Oh, 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 was haben wir denn hier gefunden? So ein kleiner Höhlenzwischenraum hier. Okay, warte mal, war das hier? Irgendwo muss ja hier so ein Gang hingeführt haben. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher, wie wir da hingekommen sind. Oh, das sieht hier sehr vielversprechend aus. Ja, 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 wir sind da, Leute. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Okay, gut, Freunde. Gut, wir sind ready. Wir sind ready. Ich werde jetzt hier gleich den Warden unlocken. Ich hoffe, wir werden das Ganze nicht bereuen. Ich habe Enderperlen zum Abhauen. Ich habe Totems dabei. Ich habe Essen. Ich habe Goldäpfel. Wir sind ready. Wir sind ready. Ich werde es am besten so machen. Ich platziere hier schon mal alles hin. Ich platziere hier schon mal alles hin, werde den dann anlocken und dann muss ich den Eisengolems nur noch die Köpfe draufsetzen, weil das Ding ist, wenn ich die jetzt schon spawn, dann die laufen ja irgendwie so random rum, ja? Die verteilen sich ja so und der muss ja irgendwie hierher kommen. Okay, okay, Freunde. Wir machen uns jetzt die Eisengolem-Armee. Das muss auf jeden Fall gleich schnell gehen. Zack, zack, zack. Ey, Freunde, ich bin wirklich so aufgeregt. Ich bin Real Talk so aufgeregt. So, machen wir hier noch welche. Das wird unsere persönliche Eisengolem-Armee werden. Huhu. So. Okay, und jetzt können wir noch 2 machen auf Lock. Okay, Freunde, und jetzt? Jetzt werde ich dafür sorgen, dass der Warden spawnt. Oh Gott, das fühlt sich so falsch an. Das fühlt sich so falsch an. Okay. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum. Wir laufen jetzt hier einfach mal rum. Oh. Oh, oh. Habt ihr das gehört? Oh, oh. Okay, ich höre schon Steps. Ich höre schon Steps. Wir müssen ihn aber, glaube ich, weiter provozieren. Oh, oh, okay, ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt gleich. Ich habe meine Sounds auch gerade sehr auf laut gestellt. Ihr hört schon, aber ich muss das hören. Alter, was ist denn da hinten noch alles? Wir müssen das hier echt mal erkunden, Leute. Aber erst müssen wir den Bummi besiegen. Okay, Eisengolems, verteidigt mich! Hab ihn angelockt. Okay, Eisengolems, Attacke! Attacke! Oh! Warum greift er mich an? Greif doch die Eisengolems an! Okay, ich muss los, muss los, muss los, muss los, muss los. Ey, Leute, oh mein Gott. Das ist jetzt hier gerade nicht wirklich passiert. Leute, ich bin gestorben, das war's. Also... ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir heute sterben werden. Dass das heute die letzte Folge war. Wir können einfach nicht mehr spielen. Das war's. Oh. Ey, Leute, das ärgert mich gerade unfassbar. Warum hat der denn auch nur mich angegriffen? Alles, wofür ich die letzten Wochen, Stunden, alles gearbeitet habe, ist weg. Oh, okay, Leute, das war's gewesen. Unsere Hardcore-Serie ist offiziell vorbei. Wir sind gestorben. Lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.